Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück zu einem weiteren Part von SimCity Online. Sagen wir unter der Hand mal online. Ja, was ist das hier? Das ist die Folge der Schande. Und zwar habe ich mal, ja, Kommentare lese ich ja immer sehr viel und beantworte auch sehr viel. Da gab es mir einen Kommentar von Garak1979, der meine Videos geguckt hatte und meinte, mir ist mal aufgefallen, du spielst ja gar keine Stadt bis zum Ende. Obwohl ich mich dann frage, was ist das Ende von einer Stadt überhaupt? Das Ende bei mir, bei SimCity, ist meistens, dass die Stadt sich selbst abschafft. So wie Deutschland das angeblich gemacht hat, was ich aber nicht vertreten würde. Und das bedeutet nämlich, irgendwann ist die Stadt nicht mehr rentabel, nicht mehr wirtschaftlich, es gibt nichts mehr zu tun in ihr, sonstiges. Und deshalb ist das jetzt die Folge der Schande, wo wir mal in die Städte reingehen, die ihr lange nicht mehr gesehen habt, aber die halt so gut wie tot sind. Da fangen wir am besten an mit den Sachen, die am längsten her sind. Das wäre nämlich in der Open-Region Dr. Proof zum Beispiel. Nein, wäre es ja gar nicht. Das ist ja die neue Region. Wo ist denn? Genau, Let's Play mit Dr. Proof. Ja, da hatten wir ja den Kultursumpf. Freyland ist wohl übernommen worden. Da war ja meine alte Stadt drin, aber die konnte ich ja selbst nicht mehr einladen. Und dementsprechend wurde die wohl an Spende von Allee Leo übernommen. Aber wie gesagt, hier ist tote Hose. Hier passiert nichts mehr. Alle Städte sind fertig oder das war einfach Absturz. Das war halt so ein Lattenschuss, wo nicht vernünftig irgendwas passiert ist. Was auch mit an mir lag. Ich war ein bisschen überladen. Ja, dann gehen wir am besten in den Kultursumpf direkt mal rein. Nicht so viel Zeit verlieren. Wir haben viele unnütze Städte. So, Kultursumpf kann ich mich noch ganz genau erinnern. Das sollte sowas wie meine Casino-Stadt werden. Sollte jetzt aber schon unwirtschaftlich sein. Und deshalb habe ich irgendwann den Kultursumpf dahin getan. Also ich habe ihn eingesumpft. Ich habe ihn sumpfen lassen. Na, komm. Streiche Ziegen. Nicht Ziegel. Ziegel sollte man auf die Entwickler manchmal schmeißen. Aber kann sein, dass Kultursumpf auch kaputt gegangen ist irgendwann. Wenn ich so die Ladezeit wieder miterlebe, ist das sogar gut möglich. Die Gebäude brauchen zum Betrieb Arbeiter. Stellen Sie sicher, dass es in Ihrer Stadt ausreichend Arbeiter gibt. Ah, da sind wir ja schon. So, 636 im Plus. Wir haben viele Hotels. Also so ganz am Ende ist die Stadt nicht. Aber die... Ach so, ja, weil ich die Steuern höher habe als erlaubt. Das sind natürlich nicht die optimalen Steuersätze. Da habe ich irgendwann angefangen, genau, Casino zu öffnen. Das war aber nicht lukrativ. Aber ich habe schon fast alles geschlossen. Weil die Casinos keine Profite mehr gemacht haben und ich natürlich auch Geld sparen wollte. Während Washington Monument, das macht noch was. Gucken wir mal hier rein. Pendler von außerhalb, zu wenig Arbeiter für die ganzen Stellen. Ist natürlich auch schlecht gemacht. Dann hatten wir ja die Müllhalde hier hinten. Sonst macht eigentlich alles Profit. Wir können ja mal ein bisschen Cheater loslegen hier. Obwohl ich will ja nur in die Stadt reingucken. Also ich sag mal so, Kultursumpf wäre noch zu retten. Obwohl jetzt natürlich einige ausziehen wegen den hohen Steuern. Und wir haben natürlich hier ein unglaubliches Verkehrsproblem. Ah, okay, es hält sich in Grenzen, es könnte schlimmer sein. Was früher mal angedacht war, einen Flughafen hier zu bauen, hier an der linken Seite. Aber, naja, hat es dann doch erledigt mit der Zeit. So, öffnen wir mal das Casino. Ah, da haben wir schon direkt minus 10 Kapital wieder. Plus 6. Und so weiter und so fort. Aber irgendwie hier auch Staus haben sich immer gebildet. Das hat sich jetzt ein bisschen gebessert anscheinend. Aber es ist noch nicht Entwarnung zu geben. Ja, das wäre das. Casinos machen eigentlich echt nicht viel Gewinn am Tag. Selbst wenn der voll wäre, sagen wir mal, dann haben wir Einkommen nicht 496 in der Stunde. 195, ach, keine Ahnung.
Aber auf jeden Fall könnte es besser sein. Wir haben hier natürlich auch so tolle Anschaffungen gemacht, wie eine große Polizei, die hier aber auch geschlossen ist. Was ja wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass ich es mir irgendwann nicht mehr leisten konnte. Krankheit. Ah, da war das Krankenhaus. Die Klinik ist wenigstens offen, aber ist natürlich in klein und habe ich auch nie ausgebaut. Polizei, gibt es auch eine kleine Polizei, die im Moment die Aufgaben übernimmt. Und Feuerwehr, wie sieht es da aus? Ist auch nur eine kleine Feuerwehr. Aber ist einfach viel zu wenig Kapital. So, jetzt kommen auch die UFOs. Und ich glaube, das Schlimmste ist immer, das Teuerste, was du hast an der Stadt, sind Transportmittel häufig. Okay, hier sind es auch Parks, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, da ist vielleicht jetzt nicht die Stadt der Schande, die man so gesucht hat. Aber es gibt bestimmt Schlimmeres. Ich weiß, ich habe alle nicht ohne Grund manchmal dicht gemacht. So, jetzt waren wir in der Open-Region. Jetzt können wir mal... Nova Turicom. Da habe ich ja mal die Stadt gezeigt. Kreide drehen damals. Und Old Town. Aber ich glaube, Shawin, 3 Wochen, hat die Region auch irgendwann aufgegeben. Guck mal, mein Kreide drehen. Das war ja meine 300.000 Einwohnerstadt damals. Glaube ich noch in etwa. Fiel natürlich jetzt nicht so klein aus. Wir werden jetzt erstmal wieder laden, berechnet Splines, treibt Lamas zusammen. Sollte lieber Autos zusammentreiben. Elektronik-Bestenliste erklimmen. Whatever. So. 254.000, aber wir sehen schon, diese Stadt ist unwirtschaftlich. Und deshalb werde ich sie wahrscheinlich irgendwann aufgegeben haben, trotz Kreisverkehr vorne. Versorgung sieht schlecht aus. Wir haben hier so eine riesige Feuerwehr noch stehen. Aber hier ist auch der größte Teil halt abgeschaltet. Nur die Brandschutzbeauftragten sind natürlich an. Weil der Brandschutzbeauftragte natürlich das Feuerrisiko senkt. Ich glaube, ich hatte hier 80 Milliarden Brände in der Stadt früher. Dann natürlich Technik. Dann haben wir ohne Ende Wasser hier bereitgestellt. Transport kostet natürlich auch wieder ein Heidengeld hier. Ja, 9.095 kosten allein die Transportmittel in der Stadt. Ja, dann war natürlich auch sehr doof von mir, hier vorne die Washington Monument und Schieferturm von Pisa und Giralda hier vorne hinzusetzen alle, weil die den Kreide natürlich auch dicht machen. Stimmt, das war die erste Stadt mit Kreisverkehr. Dann haben wir hier Shuttle-Depot und Busbahnhof, wobei beide dasselbe abdecken. Ist mir mal so im Nachhinein aufgefallen, dass der Busbahnhof auch Shuttle-Busse dann rumfahren lässt, die größer sind. Während natürlich die normalen, die fahren nur in der eigenen Stadt rum, aber ist dann letztendlich uninteressant. Ja, haben wir hier noch Personenverkehr etc. etc. Werden aber uns aber nicht sehr lange hier jetzt aufhalten. Müll, naja, klappt so halb. Brände, klappt so halb. Alles klappt so halb. Naja. Dann können wir direkt mal rübergehen nach, ja, das sieht schon gut aus. Öltown. Ich weiß gar nicht, ob ich Öltown im Let's Play hatte. Egal, wir gehen mal eben kurz rüber. Sie betreten die Stadt Öltown. Mit Escape verlassen Sie den Bearbeitungsmodus eines Tools während der Aktion, selbst beim Verlegen von Straßen oder Planieren. Warum sollte das auch nicht so sein? Merkwürdige Einstellung. Ach so. Ja. Öltown ist nicht verloren. Oh. Okay. Yeah, Achievement. Aber die Zufahrtsstraße war hier immer voll. Können wir jetzt gleich sehen. 5 Sekunden am Spielen. Da ballert er sich bis da vorne hinzu. Okay, jetzt gerade auch ein Brand hier vorne. Das ist natürlich dann recht doof. Aber hier waren die Straßen halt. Da, von der linken Seite auch. Alles zu. So sollte man natürlich Verkehr nicht machen. Deshalb ist das auf jeden Fall schon ein bisschen eine Stadt der Schande. Vor allem, weil es sich nicht verbessert. Jetzt haben wir hier natürlich viele Brandprobleme. Noch mehr Brand. Noch mehr Brand. So. Wir haben natürlich auch das Problem, dass hier keine Baufahrzeuge mehr reinkommen. Weil, man beachtet einfach, es ist einfach alles rot.
Alles ist rot. Die Staus, sie gehen bis zum anderen Ende der Welt. In beide Richtungen. Jetzt noch gerade mal 2 Stunden laufen lassen. Ich bin auch direkt wieder in den Minusbereich gekommen. Von dem Kapital her. Strom etc. kaufe ich teilweise ein, produziere ich selbst. Entsorgung. Dabei haben wir recht viele hohe Dichten. Und das hier war jetzt nichts, wo ich mich mit Ruhm bekleckert habe. Wir haben auch recht viel Verbrechen. 34 pro Tag. Na? Na, Schüler kommen wieder auch nicht mehr in die Schule. Ja, und so sieht das dann aus. So sieht Old Town aus. Wo man sieht, hier wird einiges hin und her geschiffert. Das ist nämlich auch so ein Problem. Hier kommen 8 Millionen Busse von Shawin. Die wollen alle in meine Stadt rein. Unglaublich. Damit wären wir in der Region aber durch. Sag ich mal so. So, zurück zum Hauptmenü. Vorwärts! So, was haben wir denn noch im Petto? Private Play. Genau. Och, das war ja auch so eine Geschichte. Hier habe ich ja 3 Städte hintereinander gemacht. Wer sich noch erinnert, Hololululu Town. Das war ja dann auch so ein Aufriss. Relativ früh am Anfang, wenn ich mich noch recht erinnere. Ist ja auch die erste Region, die ich aufgemacht habe. Aber ich glaube, die haben sich auch nach und nach einfach abgeschafft. Auch von finanzieller Sicht. Ich habe einfach neue Städte aufgemacht, konnte dann aber kein Geld hin und her schieben. Ja, sehen wir schon hier. An sich eine recht schöne große Stadt. Mit vielen unterschiedlichen... Oh, ich könnte sogar fast rauskommen. Aber nur fast. So. Ich glaube, eine Spezialisierung hatten wir hier nicht. Wir haben einfach nur Wasser, Strom. Dann haben wir hier hinten die Universität aufgebaut. Und irgendwelche Forschungsprojekte aktuell. Ja. Wie zufrieden sind die Leute? Ist jetzt uninteressant. Können auch direkt mal schnellstes Tempo machen. So schnell wäre ich ja nicht ganze Kohle verlieren. Aber ich habe, was mir hier so nicht gefällt, ist zum Beispiel, wie ich damals die Aufteilung gemacht habe. Sehr viel Gewerbegebiet in eine Region. Ich glaube, hier wollte ich irgendwelche Hotels oder so hochziehen. Na? Irgendwas habe ich mir dabei gedacht. Aber so will ich das heute nicht mehr aufbauen. Wohngebiete sehr zusammengepackt. Das war ja alles noch sehr eckig. Obwohl, ich baue heute natürlich immer noch eckig, aber dann fängt man irgendwann an, hier so eine große Feuerwehr zu bauen. Und schon ist eigentlich alles verloren. Sobald die große Feuerwehr steht, kriegst du nur Probleme. Und hier haben wir natürlich auch Verkehrsprobleme. Ohne Ende. Naja, aber sie ist nicht verloren. Sie macht immer noch Profit. Jetzt mit. Ich kannte früher nicht meinen optimalen Steuersatz. Das kommt ja noch dazu. Also ich lerne auch mit den einzelnen Let's Play Parts immer mehr dazu. So dass ich hier jetzt 12, 11, 10% habe jetzt. Und ich hatte ja vorher da stehen, ich glaube 10, 10, 10. Ich habe hier sogar mal angefangen, die Archäologie zu bauen. Aber jetzt sehen wir halt, die Stadt hier wächst und wächst. Obwohl der Zufluss zur Straße geht ja eigentlich noch. Es könnte schlimmer sein. Genauso wie das die Aufteilung hier in der Stadt eigentlich in Ordnung ist. Hauptsache, ich habe eine Handelszentrale hier. Was war denn meine Spezialisierung? Ach so, Prozessoren. Ja. Dann haben wir hier den Umschlagort. Da haben wir eigentlich Prozessoren, die exportiert werden sollten, aber ich glaube, hier geht nie was raus. Auch so eine schöne Problematik hinter, ja, wie soll man sagen? Bei SimCity. Und deshalb habe ich, glaube ich, irgendwann die Stadt ad acta gelegt, wie man so schön sagt. Weil ich einfach die Prozessoren nicht losgeworden bin. Da wollte ich, genau, ich wollte eigentlich noch einen großen Umschlagplatz irgendwo bauen. Ach, und Rohöl einkaufen und alles. Das sind ja alles die Probleme, die es immer gibt.
Ah, okay, die Stadt ist nicht verloren. Ist auch keine Stadt der Schande. Na, im Großprojekt habe ich nichts hingeschickt. Dann guck mal bei uns den Menschentropfen an. Der sollte ja eigentlich mal eine, auch eine große Stadt werden. Das habe ich die ja Menschentropfen genannt, mit vielen Arbeitskräften für Hulululululu Town, weil ich noch, dann noch gedacht habe, boah, wie geil wäre das, wenn man die Städte so spezialisiert auf Einwohner und dann machten wir mal eine Stadt mit viel Gewerbegebiet, eine Stadt mit vielen Einwohnern, eine Stadt, die halt so alles kann und auch Support macht für die anderen Städte. Leider klappt das vorn bis hinten nicht. Hier auch. Falsche Steuersätze. So. So sieht das Ganze dann hier aus. Das war diese Zwischenstadt. Die habe ich auch. Habe ich die echt auf Elektronik spezialisiert? Ja, wirklich. Habe ja sogar die Elektronikzentrale hier stehen und zwei Prozessorfabriken am Laufen. Aber ich glaube, das Problem hier war, dass ich zum Beispiel das ganze Plastik, das produziere ich nicht selber, das kaufe ich ja an. Und deshalb machte das irgendwie unterm Strich plus minus null. Weil du musst halt Plastik und Legierung, war es glaube ich, ankaufen und das bringt halt nichts. Man kommt dann immer auf null wieder raus und das ist halt super kacke. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Ja, fahren Recyclingfahrzeuge rum. Genau. Ja, und hier mache ich nur Plastik und Legierung in der Hoffnung damals noch, dass ich dadurch halt die Produktion ein bisschen unterstützen kann und wenigstens etwas Gewinn mache. Aber wie man sieht, ich mache zwar 800.000 Gewinn am Tag, aber ja, das war's auch dann. Bringt halt nicht so viel. Ja, haben in der Mitte eine langsame Feuerwehr stehen. Haben irgendwelche Geschichten wegen fehlenden Kunden. Haben Geldnot. Haben auch hier die falschen Abstände zwischen den Straßen. Seht ihr ja, ne? Deshalb wären das hier nur normale Gebäude und das hier wären große, weil einfach der Abstand hier zwischen den normalen High-Density-Straßen, wenn man die mit Linien baut, das wusste ich früher auch nicht so genau. Na? Dann ist der zu kurz. Sieht man hier. Da zwei große Straßen ist dann unten nicht bis Maximum ausbaubar, sondern nur oben. Wenn man das Ganze macht mit den Hauptstraßen, dann wird der eigentlich, wird die Dichte dann ein bisschen erweitert. Hier sehen wir das. Das wäre dann hier von der linken Seite hier der zweite. Und dann würden auf beiden Seiten wirklich genau wird sich halt genau die Straße aufbauen. Ach, genau die Straße aufbauen. Aber ihr wisst, was ich meine. Das finde ich halt ein bisschen doof. Warum darf ich nicht maximale Häuser, also ein Kästner mit maximalen Häuserausbau mit der normalen Straße? Hier sehen wir nämlich, dass der näher dran ist. Und hier sehen wir, dass der weiter weg ist. Der Strich meine ich hier, ne? Deshalb ein bisschen merkwürdig oder doof gemacht. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Aber ich glaube, hier sind die Leute nicht so glücklich. Aber immerhin, die Stadt macht noch so ein bisschen Profit. Ist dann irgendwie auch nicht komplett verloren. Verdammt, ich wollte doch Städte zeigen, die einfach kaputt sind. Wie sieht das mit den Umschlagplätzen denn hier aus? Da haben wir einen. Hier unten haben wir auch einen. Da holen wir die Legierung her und hier sind die Prozessoren, die wir verkaufen würden. Holt Prozessoren für den Weltmarkt ab. Da gibt es dann Kohle. So wie ich halt gerade hier 400.000 bekommen habe, weil ich Prozessoren verkauft habe. Da 100.500. Ja. Und dementsprechend amortisiert sich das schon irgendwo. Aber wenn das Plastik geliefert wird, das kostet mich ja wieder 42.000. Und deshalb ist diese Produktion nicht unbedingt lukrativ. Obwohl, man müsste mal überlegen. Prozessoren hergestellt, Plastik verbraucht. 2400 Plastik verbrauche ich, plus Legierung 24 Tonnen. 10 Tonnen Legierung kosten... Ach, haben wir ja hier in der Seite. Da sehen wir ja.
Prozessoren 804.000, minus 27.000, minus 162.000 und minus 484.000. Also haben wir 500.000, 540.000, 542, Moment, 642.000, 600, ja, 606, 669.000, oder? Wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe. Also haben wir nur ein Durchschnittssaldo von, ja, das rechne ich jetzt nicht aus. Sagen wir 150.000 würden wir in etwa am Tag Gewinn machen mit den Prozessorfabrik beide. Wenn sie dann immer Legierung haben und immer auch produzieren. Schön. Da habe ich den schon hier vorne hingesetzt, damit die überhaupt noch irgendwie rauskommen aus der Stadt. Aber wie man sieht, das funktioniert ja auch nicht so gut. Hauptsache auf der anderen Seite gibt es keinen Verkehr. Naja. Okay, das ist jetzt auch nicht so eine Schande Stadt. Dann gehen wir nach Iron City. Das dürfte auch noch einigen Leuten bekannt sein. War ja auch mal als reine Produktionsstadt gedacht. Wurde dann letztendlich... ja, eigentlich die beste Stadt, die ich jemals gebaut habe. Auf jeden Fall von Gewinnen. Ich habe ja, glaube ich, 3 Schmelzhütten dahin gebaut. Und habe halt 4 Eisenminen da stehen. Baue aber keine Kohle ab. Mach aber Hunderttausende an Simillion da drin. Mach aber komischerweise gerade Verlust von 33.000. Was mir ein bisschen daran erinnert... oh, ich habe wegen irgendwas die Steuern so stark runtergesetzt. Aber auch eine City, wo ich nicht die optimalen Steuersätze reingemacht habe. Also die Maximumsteuersätze. Ich glaube, hier war alles total scheißegal. Weil ich durch die Verkäufe so viel Kohle mache. Metall und Legierung. Metall und Legierung, Metall und Legierung, Metall und Legierung. 300, also ich mache 347.000 Gewinn, trotz minus 22.000 Steuern. Steuerprobleme in der Stunde. Das ist alles, weil die kosten ja auch Kohle hier, aber nicht so viel. Da haben wir hier den großen Umschlagplatz. Legierung, Metall, Kohlelager, Versandlager. Muss ich mal kurz gucken. Weil wenn man ja einen Umschlagplatz mit 6 unterschiedlichen... genau. Na? Achievement? Gibt's das nicht mehr? Bauen Sie einen Umschlagplatz mit 6 unterschiedlichen... Lieblingsbürgermeister. Übrigens schlechter OB aller Zeiten, habe ich letztens gemacht. Drehtür, 25 Verbrecher, Rohrreiniger, Rohrreiniger übrigens zurzeit nicht möglich zu machen wohl. Aha. Bauen Sie in einem Handelsdepot oder an einem Umschlagplatz Ihrer Wahl 6 unterschiedliche Lager. So, jetzt haben wir hier Versandlager, Roherzlager, Kohlelager, Metalllager, Legierungslager und Prozessorlager. Na, vielleicht muss ich das Versandlager rausnehmen. Und dann würden wir jetzt hier einfach Computerlager noch dran machen. Scheint auch nicht gut zu funktionieren. Aber auch hier die Stadt irgendwann aufgegeben. Auch wenn sie noch Gewinne macht, weil Verkehr ist am Ende. Aber total. Allein wenn man hier halt sieht, hier wird alles einfach rausgepresst vorne. Hätte man das wahrscheinlich besser aufbauen müssen. So, weg, weg.
und alles ein bisschen stärker optimieren. Aber das ist ja immer so eine Sache. Das sieht man immer erst am Ende, ob die Städteplanung in irgendeiner Form vernünftig war. Naja, hier war sie nicht. Vor allem, ich habe dann aus Spaß Windkraft und Sonnenkraftwerk gebaut. Weil ja... geschlossen, weil kein Strom. Geiler Scheiß. Ja. Direkt alle. Nein, Kohlekraftwerk. Ja, du kannst auch globale annehmen. Globale Kohlelieferung ist, glaube ich, teurer geworden, oder? 6.000 war auch schon mal günstiger. Ich glaube, wenn man verkauft, kostet das, kriegt man nur 4.400 raus. Ja, das mit dem Warenlager scheint wohl auch nicht mehr zu funktionieren. Dann nehmen wir mal hier wieder für unsere Fabrikenversandlager mit auf. Damit die auch wieder glücklicher sind. Beziehungsweise es sind ja gar nicht mehr so viele Fabriken da. Weil überall werden Mitarbeiter gebraucht. Obwohl, ein paar Einwohner habe ich ja schon, die arbeiten gehen. Der ist immer noch im Minus. Ja, lieber mehr Umweltverschmutzung und weniger Kohle verbrauchen. So, da ist man dann wieder auf Null. Jetzt können ja auch Schmelzhütten wieder arbeiten, sobald die Strom geliefert bekommen. Piu, pumpt er alles raus. Pump, pump, du Sau. Ah, da geht's wieder los. Ja, das zu der City. So, damit haben wir in der Region auch alles mal gezeigt, wie es um die Städte stand. Jetzt muss man natürlich überlegen, Open Region Dr. Proof kann ich nicht viel zeigen. Dann haben wir 1 Million Citizen, da habe ich, versuche ich ja immer noch eine Million Stadt. Ach so, nein, da ist sogar, ach, das kennt ihr noch gar nicht. Dann lassen wir es erstmal weg. In Rantanplan habe ich ja angefangen. Aber da sage ich mal, machen wir in der nächsten Folge, weil ich habe hier auch unglaublich viele Supportstädte aufgebaut und auch einen neuen Versuch gestartet, 1 Million Einwohner zu erreichen. Und das müsste wirklich, ja, das dafür, wir können allein mit der Region nochmal eine ganze Folge machen. Ah, gut, dann war's das für heute. Yeah, haben wir mal gesehen, was aus den ganzen alten Sis geworden ist. Und dann sage ich... Freunde der Spielkultur, bis zum nächsten Mal. Ciao.